Anmut und Einklang von einem ewigen Gesetz regiert. Alles, was beginnt, muss auch enden. Die Herrschaft des alten Shogunats ist vorüber. So Leute, und nach diesem wunderschönen Intro begrüße ich euch damit herzlich zu unserem neuen Let's Play Together sogar. Und zwar eins der besten Strategiespiele, das es überhaupt gibt in der ganzen Reihe. Und zwar Total War Shogun 2. Es ist jetzt erst neu rausgekommen und ja, es ist halt eben ein Spiel, wie gesagt, Strategiespiel, und es ist wirklich der Hammer. Und sagen wir doch einfach, es ist epic. Und ich habe natürlich einen Co-Kommentator dabei, beziehungsweise einen Partner, der mich durch diese Kampagne begleiten wird. Und zwar unser guter alter Kite. Hallöle. Und der wird mich halt eben, wie gesagt, durch diese Kampagne führen. Mehr oder zumindest weniger. Zumindest für die ersten Runden. Danach. So viel dazu, ja. So, meine düsteren Welteroberungspläne, die kennst du ja noch gar nicht. Spielen wir eigentlich gegeneinander oder kooperativ? Kampagne. Das ist eine gute Frage, muss ich ehrlich sagen. Also, ich denke, man kann auch nur gegeneinander spielen, oder? Ja, durchaus. Man muss ja nicht direkt nebeneinander starten, aber dass man so früher oder später ein bisschen Action-Schüssen uns dabei ist. So, ich veranstalte mal eine Kampagne. Du kennst das Passwort. Ja. Und, ja. Ich weiß, Leute, drei Buchstaben für ein Passwort ist ziemlich öde, aber dann vergesst man es auch wenigstens nicht, wie ich es immer zu pflegen scheine. Tja. Komm du mal hinzu, bitte. Danke. So. Mann gegen Mann, ne? Which one do you playing for? Ich spiele mal irgendeine andere Gemeinschaft, und zwar ne. Das ist mir zu nah an dir, mein Freund. Das können wir doch hier machen. Du Shimatsu, ich hier Date. Warum willst du Date sein? Ich hätte gedacht, du wolltest Takeda sein. Ich spiele halt die Takeda. Ich spiele die Takeda. Du wolltest doch unbedingt diese Pferdeherren sein.
Ich spiele die Takeda. Ja, Leute, wie gesagt, dieses Spiel hat eben verschiedene Clans, die man ausruhen kann. Mit denen muss man sich durchkämpfen durch die ganze Schlacht. Man soll 60 Provinzen erobern und halt eben so gegenseitig kämpfen. Und da wir halt. Spieler gegen Spieler machen, kleinen Moment, okay, werden wir, also ich und mein Freund Kalt, uns auch gegenseitig prügeln. Wir hatten geplant, normales kooperativ zu machen, aber wo ist der Spaß, wenn man kooperativ macht? Die Gegner haben eh nichts drauf. Ich bleib auf meiner Schwierigkeit gleich, weil auf Mittel ist mir das zu kompliziert. Ich bleibe auf eine Normal, weil sonst hier keine Herausforderung und so. Nee, was ich noch sagen wollte hier, nämlich mit Siegesbedingung, die ist ein Mann gegen Mann, nämlich nicht 60 Provinzen, sondern man muss nur zwei Provinzen halten, nämlich die eigene Hauptprovinz sowie des guten Kumpels hier, des Masterminds. Wenn ich jetzt gewinnen will und was ich auch werde. Ja. Was besiegt den Gegner durch Eroberung seiner Heimatprovinz, während ihr die Herrschaft über eure eigene aufrechthaltet oder durch seine also das heißt, mir müsse gegeneinander uns die ganze Provinz ausrotte. Ja, nur die Heimatprovinz halt. Also wird bei dir einfach. Ich mach da so ein kleines Schiffchen fertig, werde zu dir segeln und dann hat sich das. Ich mach mich hier mal ein bisschen aufrisch. Ja, Leute, wie gesagt, jeder Clan hat seine Vorteile. Und Kite, also ich kenne natürlich die Vorteile hier alle. Kite zum Beispiel hat den Takeda-Clan gewählt. Der hat den Vorteil wiederum, dass er hat eben verstärkte Kavallerie haben. Also die haben sehr gute Pferde und hat eben auch dafür verbesserter Kampfgeist, Rüstung etc. etc. Jetzt und ist ich hab natürlich von wieder. An meine Pferde. So. Ja. Ich hasse diese Pferde. Und. Jetzt ist natürlich wieder die große Frage, welchen Clan spiele ich denn? Ich habe jetzt schon bis jetzt jeden durchgekaut, außer Mori, weil Mori sind die Herrscher des Meeres. Ich hasse Herrscher des Meeres. Hojo, ne. Das wird witzig. Oh, das wird witzig, ja. Das wird ein kurzes Let's Play, würde ich mal sagen. Ah, nee, das wäre ja auch scheiße. Wir müssen das ja ein bisschen in die Länge ziehen. Hattori, nee. Also, wir werden jetzt zur Info nur nicht gerade direkt gegen uns gegeneinander hier verschlagen, das ist ja unser Ziel, aber wir machen vielleicht Handelsabkommen, wo Frieden schließen, wenn es geht. Ich glaube nicht, dass es geht, aber. Also, das ist unwahrscheinlich. Handelsabkommen kann man aber machen. Das weiß ich auch nicht. Doch, kann man gerade machen, also im Fall. Und ja. Jetzt ohne weiter zu quatschen, ich nehme jetzt irgendwas hier, und zwar Shimazu, ist mir scheißegal, wenn der mir hier mit Schiffen. Der Handel hier voll lauft. 20 Minuten Begrenzungszeit für den Angreifer. Das heißt, wenn der Angreifer nach 20 Minuten den Gegner immer noch platt gemacht hat, heißt es, der Angreifer ist tot. Und ich würde mal sagen, go go, ne? Ja, Einheit und Flottengröße haben wir auf Mittel. Einfach der Aufnahmequalität halber, da das ja doch noch ein bisschen mehr an den Ressourcen knabbert. Und vor allem an der Grafik, also am Spiel, an der Spielflüssigkeit. Das ist halt eben wohl mehr als verständlich. Ladebildschirm, ich hasse Ladebildschirme, aber leider mache ich sie nicht rausschneiden. Beziehungsweise, wenn ihr es wirklich so dringend wünscht, kann ich sie euch rausschneiden. Das ist dann kein Problem. Aber das auf jeden halt Fall, für den ersten Part würde ich es einfach drin lassen. Das ist halt nur das Problem, sie sind lang und sie sind nicht selten. Und irgendwie, also eben in der Probeaufnahme hat es ja so geleckt, jetzt läuft es flüssig bei mir. Ja, also. Also butterweich, möchte man mal sagen. Genau. Ja, und ich bin jetzt auch mal endlich fertig mit dem Laden. Und das ist Shogun 2. Du fängst an. Genau, es ist mein Zug. Ich bin hier diesen grünen Nejas, geheißt Shimazu. Und ja. Alles Schlitzaue, klar, es spielt in Japan, das ist die ganze Karte. Die muss man irgendwie mal versuchen zu erobern. Und da wir Mann gegen Mann spielen, heißt es, dass ich die Provinz meines Freundes, in Anführungszeichen, nicht sehe. Wodurch ich sie erstmal suchen muss. Obwohl ich weiß, wo sie ist, aber ihr wisst es nicht. Ha. So, dann gehen wir mal zu unserem Baubildschirm. Hier, das ist unsere Schlossstadt. Da können wir alles aufleveln, was hier so geht. Und zwar jetzt erstmal eine Feste.
Das bringt halt eben hier die Vorteile, die hier genannt sind. Ihr könnt sie euch durchlesen, das Video stoppen und das Übliche. Hier das sind die ganzen, also da, alles, was wir in der Provinz so bauen können, wie zum Beispiel jetzt hier den Weg, also die Straßen in der ganzen Provinz, dass die halt eben verbessert werden. Das vergrößert unseren Einflussbereich. Ein Küstendorf, also ein Hafen können wir hier bauen für Handelsschiffe oder mittleren Buhne oder sowas, ja, sowas, genau. Eine Schmiede, das ist eher weniger häufig so auftretend, also eher selten, dass in meiner Provinz eine Schmiede ist. Und ja, da kann man alles bauen. Landwirtschaft wird natürlich auch betrieben, weil die Nahrung wird wirklich groß geschrieben in diesem Spiel. Habt ihr keine Nahrung, wird euer Volk ganz schön schnell im Minusbereich landen und eine Rebellion gegen euch aufführen. Und ich denke, das will keiner von uns beiden. Weder Kalt noch ich. Kommt drauf an, in welcher Provinz die Rebellion. Also in deiner Provinz habe ich natürlich nichts dagegen. Ja, die typische Rivalität. Ja. Ich baue jetzt mal eine verbesserte Bewässerung. Der Kalt weiß natürlich genau, was ich baue. Ich will es euch aber gerne erklären. Ich hab's auch schon gebaut. Also, meine Züge werden jetzt wahrscheinlich viel länger dauern, weil ich euch erklären will. Ich will euch das Spiel näher bringen und will es auch natürlich genauestens aufs Detail hinauslaufen lassen. Und was bauen wir jetzt? Einen Hafen? Nee, Hafen nicht. Ich baue jetzt erstmal einen Weg. Rekrutierung. Wir können auch hier Einheiten ausbilden, wie ihr seht. Ich sage jetzt einfach, was wir mal ausbilden können. Das sind zum einen Yari Ashigaru. Das sind sozusagen die Miliz des Total Wars überhaupt, und zwar eine Einheit, die wenig Moral mit sich bringt, wenn kein General in der Nähe ist. Kurz gesagt, einmal von zwei Truppen belagert wird dieser und schon flieht der. Ich baue davon einen und den können wir uns nicht mehr leisten, der wird aber später auch noch folgen auf jeden Fall. Hier unten ist unser Geld. Nebendran das Geld, das wir pro Runde reinbekommen in unsere Provinz, und hier der Nahrungsvorrat. Ansonsten hier die Kampagnenkarte. Wir können hier unsere Einheiten frei bewegen. Außer auf dem Meer. Leute können nicht wie Jesus übers Wasser laufen, ist schon klar. Mal so als Frage am Rande. Hörst du mich irgendwie verzerrt? Nein. Gut, ich höre dich grauenhaft, aber das wird in deinen Aufnahmen wahrscheinlich nicht mit drin sein. Ich hoffe es mal nicht. Klingt nach typischem Skype-Problem. Ja, bestimmt. Aber das ist ja jetzt unwichtig. Fahre fort. Ich wollte dich nicht in deinem Redefluss voller Weisheit, Intrigen und Ignoranz stören. Ja. So, zurück zu diesem Spiel mal wieder. Also, Kalt, der bringt mich hier öfters zum Lachen in diesem Let's Play. Das würdet ihr so oft jetzt erleben, dass er mich irgendwie zum Lachen bringt. Aber extra dafür habe ich ihn ja angezettelt. Und ja, diese Einheiten werden wir mal. Wir sind mit Ito im Krieg, also gehen wir nach Ito, würde ich mal sagen. Oh, da ist schon die Stadt. Fuck. Nee, so weit wollte ich aber nicht raus. Was ist denn da drin? Bauerngesocks. Also in der Stadt ist irgendwie gar nichts drin, was heißt, dass ich mal einfach die Stadt angreifen werde. Das, also hier seht ihr, was diese Provinz so, die feindliche Provinz so an Gebäude hat. Und in dem Armee-Tab seht ihr halt eben, wie viel Armee da drin ist. Die Fragezeichen, jeder Trupp symbolisiert ein Fragezeichen, und komischerweise ist hier nur ein Bogen Ashigaru-Trupp drin. Wie viele, weiß ich nicht, das müsste ich mit einem Ninja näher auskundschaften. Und ich würde erstmal sagen, wir holen uns da die Provinz erstmal ein. Oder? Ja, das machen wir, komm! Dann geht's auf in die Schlacht. Und das ist der Gegner. Das bin ich. Ihr seht, ein Riesenvorteil. Ich könnte das Gefecht jetzt einfach automatisch laufen lassen. Dann würde es einfach vorbeigehen und Schluss ist. Ich habe gewonnen wahrscheinlich, weil ich einen Riesenvorteil habe. Oder ich könnte es halt eben also manuell ausführen. Also dass ich jetzt. Ich höre dich wieder gut. Ja. Sofort einen Moment auf Mama. Und ich würde sagen, für Kites Gunsten und zu euren Gunsten und zu meinen Gunsten, ja weniger, werde ich mal das Gefecht spielen. Obwohl es klar, mehr als klar ist. Jo.
Ich könnte jetzt zum Beispiel als KI mit einsteigen und die gegnerischen Truppen. Das machst du nicht. Kannst du sehen. KI bleibt KI, dass das klar ist, mein Freund, ne? Schade. Alles klar, so, dann trinke ich noch einen Schluck. Tanegashima Tomakata gegen Ishikawa Sadatsura, das ist ein Sadist. Das sieht man schon am Namen. Sadisten. Sadist Tatsura, keine Ahnung. Der Kranich steigt hinauf, streift Kirschblüten im Fluge, meine Seele folgt, japanisches Todesgedicht. Schnee in kalter Luft, der kalte Winde trägt sie hinfort, mein trautes Heim. Japanisches Todesgedicht. Gewicht, genau. Gedicht. Ja. Ja, das wird ja halt eben immer unten irgendwas so hingeschritzelt von irgendwelchen besonderen Leuten in Japan. Das interessiert euch wahrscheinlich einen Haufen Dreck. Mich genauso viel. Du könntest natürlich nebenbei mal die Karte in der Mitte erläutern. Ja, die Karte, ja klar. Der gelbe Bereich, da spawnen unsere Truppen, beziehungsweise da können wir unsere positionieren. Und in dem roten Bereich sind halt eben die bösen Truppen. Darth Vader und sein Imperium. Konnichiwa. Ich bin dein Vater. Ich bin dein Daimyo. Nein! So, und es geht los, wenn mal endlich hier etwas kommen würde. Ja klar, da sind wir schon. So, das ist unsere Armada, unsere Armee. Ich muss sagen, ich bin recht unerfahren in diesem Spiel, also werde ich irgendwas da machen. Jetzt beschwert euch bitte nicht in den Kommentaren, dass ich sau schlecht wäre. Ich weiß ja. Ja, es ist halt eben so. Ich ist doch kein Meister von E-Mail gefallen. Hab ich schon erwähnt, dass das Spiel auf Ultra-Details sau lecker aussieht. Ja, ich spiele natürlich nur auf mittleren Details, aus dem einfachen Grund, weil es dann halt eben einfach zu viel lecken wird. Nein, wo sind die Einheiten denn? Ich hab sie mir gerade im Lager angeguckt. Das ist mir egal, Kite. Ich merk's. Ja, und ich würde mal hier sagen, ich starte mal das Gefecht, oder? Starten wir? Ja, schon. So, ja. Da sind die gegnerischen Einheiten und wir rücken erstmal vor. Und ihr sollt gehen, ihr Penner. Laufen sollen sie nicht, sie machen sich nur müde. Eigentlich ja logisch, dass man immer von der Seite angreift, wo man am wenigsten klettern muss. Das hätte der Gegner eigentlich kommen sehen müssen. Das habe ich gar nicht mit inberechnet, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte einfach durchs Tor gehen und Schluss ist. Okay. Also wenn man hochklettert, dann sind die Armeen halt eben gesplittet, also beziehungsweise nicht zusammen. Und da kann der Gegner einfach die Armee zerstören, so wie sie kommt. Und ihr rückt mal jetzt mal weiter vor und ihr lauft jetzt mal. Übrigens ist da Bogen-Ashigaro-Trupp hier sein General, also wenn du den niedermetzelst. Also wenn ich den niedermetzel, dann ist Schluss. Aber mein General sollte natürlich nicht gerade so verrecken. Wie das? Also das war vielleicht das... Okay, sie haben es alle... Ich korrigiere mich. Sie haben es fast alle überlebt. Ja, Enna ist leider gefallen, aber ja, Enna ist kein... So, ihr rückt jetzt mal alle bitte... einmal auf das Tor vor. Ich wollte gerade sagen, ich würde mich vielleicht beeilen, weil so Bogenschützen machen ja schon Damage. Ja, man sieht es, vor allem Ashigarus. Das sind kurz gesagt alles Billig-Einheiten, außer die Yari-Samurai, die ich hier habe. Das sind schon eher mehr die Elite. Das andere, das sind übrigens jetzt nur 100 Einheiten pro Yari-Ashigaru-Trupp zum Beispiel. Das ist die mittlere Einheitengröße auf Ultra. Das ist jeweils 200 Einheiten pro Trupp. Und das Geilste ist, man kann ranzoomen, Leute. Kann man rein sehen, und raus zoomen und rein und raus und rein und raus. Schweinische Gedanken bitte zu Hause halten. Ja. Und ich gehe mal zu meiner Armee, weil hier bei der Armee fällt irgendwie nichts. Meine Bogenschützen fallen wie Mücken. Das Schöne ist ja auch, die Pfeile, die du abgeschossen hast, sind hier beim Tor immer noch in der Wand hängen. Ja, das sind halt eben die. Das ist halt eben die geile Grafik, weißt du? Das ist die Detailverliebtheit in dem Spiel. Aber ganz ehrlich, ein Call of Duty kann auch so gut inszeniert sein, diese Detailverliebtheit erreicht es trotzdem nicht. Nein. Das ganze Ding brennt, verbrennt auch bitte die Bogenschützen, bitte, bitte, bitte. Du musst ja bedenken, du musst das Tor nachher dann erstmal wieder reparieren. Das ist mir egal. Geld. 42%, was fackeln die an, die Idioten? Das Tor. Ja, das Tor sollen die anfackeln. Die fackeln da noch irgendwo Gebäude nehmen wir dran an. Und verrecken dabei gleichzeitig, Alter. Wenn ich den Kampf jetzt verliere, dann geht's wirklich ab. Nee, ist offen.
Es ist offen. Lauf durch und verbrennt nicht, bitte. Yeah. Ja, die verbrennt ja erstmal alle in der Runde. Ja, die wollen erstmal alle Runden ein bisschen high scannen, ne? Das ist Motivation.